Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von Jahrtausende alten Gleisen. Schienen, die im Meer versinken. Spuren eines Raumschiffes. Einer 12.000 Jahre alten Steinzeituhr. Einem Tempel unter der Erde. Den Recken der Urzeit. Ich stehe hier auf der Insel Malta. Die liegt so zwischen Sizilien und Libyen, knappe 100 Kilometer von Sizilien entfernt. Und diese Insel hat drei Rätsel. Drei Superrätsel, würde ich sagen, denn sie passen archäologisch unter keinen Hut. Das eine sind seltsame, gleiseartige Linien. Ich stehe mitten auf einer Weiche derartiger Linien. Wenn man sie oberflächlich betrachtet, könnte man glauben, es seien Karrenspuren. Oder irgendwer hat vielleicht tatsächlich mal Gleise da drin geführt und diese Gleise oder die Schienenstücke sind später rausgerissen worden. Das kann aber nicht sein. Weshalb nicht? Denn die Gleise haben unterschiedliche Spurbreiten. Manchmal sind sie auch tiefer, dann wieder weniger tief. Na gut, sagt man sich, es waren halt Karrenspuren. Irgendwelche zweiachsigen Karren sind da durchgezogen worden. Auch das stimmt nicht. Denn zweiachsige Karren haben bekanntlich vier Räder. Und Sie kennen es von jedem Lastwagen, von jedem Fahrzeug, das um die Kurve dreht. Die hinteren beiden Räder machen eine kleinere Kurve als die vorderen beiden Räder. Das würde bedeuten, wir müssten eigentlich Doppelspuren haben. Ist nicht der Fall. Also nur einachsige Karren. Auch das geht wieder nicht auf, wegen der unterschiedlichen Spurbreite. Sie müssten Gummiachsen gehabt haben. Andere Ideen sind vorgebracht worden. Ist doch ganz einfach. Irgendwelche Tiere, Ochsen meinetwegen, denen hat man Äste um den Rücken gebunden. Die Äste haben sich unten gegabelt. Und auf die Gabelung legte man schwere Lasten, zum Beispiel Megalithen für die vielen Tempel, die es auf dieser herrlichen Insel gibt. Aber auch das geht nicht auf, denn wir sind hier auf Kalksteingrund. Und wenn die Tiere tatsächlich, Jahr raus, Jahr rein, ihre Astgabeln hinter sich hergeschleppt, gezogen, gezerrt hätten, sodass die Gabeln sich schließlich in den Boden einkerbten, dann müssten wir erstens auch die Trampelpfade der Tiere haben. Davon ist keine Spur. Und zweitens, die Astgabeln müssten stets dieselbe Breite gehabt haben. Das tun sie wieder nicht. An der Stelle, an der ich hier stehe, finden sich verschiedene gleiseartigen Rillen. Die Eingeborenen nennen sie Cartwrights. Ein britischer Journalist hat mal gespottet, man nennt das hier Clapham Junction. Das ist ein großer Verschiebebahnhof, ein Güterbahnhof außerhalb von London. Es sind neue Spekulationen aufgekommen in unserer Zeit. Könnten vielleicht Kugeln das Rätsel dieser Gleise lösen? Hat man irgendwelche Kugeln gerollt? Meinetwegen auf den Kugeln dann Bretter? Funktioniert nicht. Denn Kugeln würden eine ganz andere Kehlung in den Tiefen dieser schienenartigen Rillen zurücklassen als das, was wir hier vorfinden. Es ist spekuliert worden, ob das Ganze vielleicht eine Art Wassersystem gewesen sei, Leitungssysteme. Ergibt wiederum keinen Sinn. Warum dann die endlosen, die engen Kurven? Oder waren es vielleicht nur einzelne Räder, die man geschoben, buxiert, gezerrt hat? Wir haben hier Tiefen gemessen in den Gleisen, die gehen bis zu 72 cm. Das würde bedeuten, das Rad von der Achse her wäre vom Mittelstück mindestens 70 cm im Boden. Nun gibt es aber derart enge Kurven, dass ein so tiefes Rad nicht mehr in der Kurve zu buxieren, zu bewegen wäre. So hat man 20 verschiedene Ideen, 20 verschiedene Spekulationen und keine Antwort. Sicher ist eigentlich nur eines. Die Gleise, die Cartwrights von Malta, sind ein einziges
prähistorisches Rätsel. Es gibt bislang keine Antwort. Nichts Vernünftiges ist hervorgekommen. Die letzte Idee war natürlich die, diese ganzen Schienenstränge, wenn ich sie so mal nennen will, in Anführungsstrichen, diese Schienenstränge dienten dazu, die großen Lasten zu den 30 Megalith-Tempeln Maltas zu transportieren. Auch das sticht nicht, denn die Gleise führen prompt kilometerweit an den Tempeln vorbei. An der Stelle, wo ich mich befinde heute, ist weit und breit kein megalithischer Tempel anzutreffen. Und dann ist noch was. Es gibt Stellen hier in Malta, da führen die Gleisespuren schnurstracks hinunter in die Tiefe des Mittelmeers. Taucher sind nachgestiegen und sie haben die Gleisestränge noch bis in 52 Metern Tiefe nachgewiesen. Wie geht diese Rechnung auf? Hat die Insel Malta sich gesenkt? Ist das ganze Land sozusagen versunken im Meer? Auch die Rechnung funktioniert nicht. Ja, und noch ein Vergleich fällt mir ein. Unsere Astronauten ließen auf dem Mond Spuren zurück. Sogar ein Mondauto ist dort oben herumgefahren. Malta besteht aus Kalkstein. Und wenn der feucht ist, ist er weich. Haben vielleicht UFOs im Walzertakt den Boden berührt? Dies ist der Tempel Megaera. Man nennt ihn auch den Sonnentempel. Der Tempel liegt 84 Meter über dem Meeresspiegel. Der Wind bläst gut die Hälfte des Jahres und auch Salzkristalle vom nahen Meer tun das ihrige zur Verwitterung des Tempels bei. Der nächste Tempel, der von Haga Aquim, liegt übrigens nur 460 Meter von hier entfernt. Der Haupttempel ist rechts und links eingerahmt von kleineren Anlagen. Insgesamt sieht das Ganze aus wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Dieses Kleeblatt misst in der Breite runde 70 Meter. Paul Mikalev hat diesen Tempel gründlich vermessen. So, Mr. Mikalev, you are a cartographer. What did you find out here? Well, we investigated the orientation of the whole temple itself, of another temple, and we discovered that this stone marks the beginning of winter, which is on 22nd of December. Also Sie haben herausgefunden, durch exakte Messungen am Firmament und mit der Sonne, dass diese Kante, die aufrechtstehende Kante dieses Monolithen, den 22. Dezember markiert durch einen haarscharfen Strahl aus Licht, der sich von oben nach unten bewegt. Der Lichtstrahl geht dann weiter, zieht sich hier hinüber bis zum Zentrum des Tempels, bis zum Hauptkorridor. And what happened here? On 21st of March, a person sitting or standing in the middle of this temple will see the sun rises in the middle of the temple.
On 22nd of March, not on 21st. On 21st of March. On 21st, am 21. März, sieht man exakt die Sonne im Zentrum dieses Tors, hinten am Hügel, aufgehen. Sie wirft ein breites Band von Licht quer durch die Monolithenallee hier und erleuchtet hinten die Nische. Dieser Stein markiert den Sommeranfang. Man wird wiederum einen haarscharfen Lichtstrahl sehen, senkrecht von oben nach unten. Der kommt übrigens ganz genau von der Eingangskante des linken Monolithen. Auf diese Art und Weise hat man im Tempel alle vier Jahreszeiten durch Licht markiert. Es ist ein steingewordener Kalender. Und hier sehen Sie den Plan des Tempels. Am Tage der Sommersonnenwende, exakt bei Sonnenaufgang, werden die Lichtstrahlen vom rechten Eingangsmonolithen in den ovalen Raum hineingeleitet und werfen einen schmalen, senkrechten Lichtbalken auf einen Monolithen, der links im ovalen Tempelraum steht. Das sind die Daten für heute. Um 3700 vor Christus war das anders. Da traf der Strahl am Monolithen vorbei und berührte die Kante eines dahinterliegenden Steins. 10.000 vor Christus hingegen stieß der Lichtbalken wie ein gebündelter Laserstrahl direkt ins Zentrum des dahinterliegenden Altarsteins. Ja, und bei der Wintersonnenwende am 21. Dezember wiederholt sich das Schauspiel auf der gegenüberliegenden Seite. Diesmal allerdings liegt dahinter kein Altarstein. Dass all dies kein Zufall ist, beweist die Ausrichtung des Tempels auf die Daten der Tag- und Nachtgleichen. Bei Sonnenaufgang fluten die ersten Strahlen kerzengerade zwischen den beiden Eingangsmonolithen in den Tempelraum, fließen unter einem Torbogen durch und beleuchten den dahinterliegenden Altarstein. Die Präzision der Anlage schließt jeden Zufall aus. Je nach Winter- oder Sommersonnenwende entstehen also rechts oder links eine Lichtsäule auf dem dazugehörigen Kalendermonolithen. Seltsam genug, diese beiden Kalendermonolithen sind nicht gleich breit. Und das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Sie sehen sie sehr gut. Achten Sie darauf im Bild. Der rechte misst 1,33 Meter. Der linke nur 1,20 Meter in der Breite. Am rechten Monolithen lassen sich die Sonnensäulen leicht ablesen. Schließlich wissen wir, welche Säule zur Wintersonnenwende unseres Jahrhunderts entsteht. Sie trifft nicht den Rand des Steins. Es bleibt exakt Raum für zwei weitere Säulen, nämlich für die Eckdaten 3700 vor Christus und 10.000 vor Christus. Im Laufe von 25.800 Jahren läuft die Lichtsäule nämlich einmal um den Stein. Die Breite des Steins signalisiert uns also den Anfang. Exakt 10.205 Jahre vor Christus. Und das lässt sich natürlich auf der anderen Seite kontrollieren. Es lässt sich beweisen. Der linke Datumsmonolith ist ja 13 cm schmaler. Hier fehlt also der Platz für zwei Sonnensäulen, von denen jede 6,1 cm breit ist. Wäre dieser Kalendermonolith nämlich breiter, so könnte der Sonnenstrahl nicht exakt in die Mitte des dahinterliegenden Altarsteins fallen. Ist doch einfach, nicht? Erinnern wir uns, heute fällt der Sonnenstrahl nicht auf den Altarstein. Warum nicht? Er bleibt an der Kante dort hängen im Jahre 1900. Und im Jahr 3700 vor Christus traf er zwar an der Kante vorbei, aber nicht den Altarstein dahinter. Erst 10.000 vor Christus traf der Lichtstrahl genau die Mitte des hinter dem Monolithen liegenden Altarsteins. Und diese ungleiche Breite der linken, der rechten Monolithen muss Absicht gewesen sein. Es beweist das Datum des Tempels. Es geschah 10.205 vor Christus. Damals entstand die Lichtsäule bei der Wintersonnenwende exakt an der Kante des rechten Monolithen. Und sie traf damals genau das Zentrum des dahinterliegenden Altarsteins. Damit ist das Datum unverrückbar festgenagelt.
Es geschah um 10.200 vor Christus oder ab heute gerechnet vor rund 12.000 Jahren. Mir ist klar, dass meine Freunde von der Archäologie vor solchen Datierungen zurückschrecken. Sie bringen die liebgewordene Ordnung unserer steinzeitlichen Vorfahren völlig durcheinander. Die exakte Sonnenuhr am Sonnentempel von Malta lässt aber auch Rückschlüsse auf die Erbauer zu. Die können doch nicht so primitiv und unterentwickelt gewesen sein, zumindest nicht, was ihre astronomischen Kenntnisse und ihren Kalender angeht. Zudem scheint mir, sie müssen irgendein Interesse daran gehabt haben, den zukünftigen Generationen, nämlich uns, mitzuteilen, wann sie lebten und wie sie wirkten. Ich befinde mich auf der Insel Malta, und zwar südlich der Hauptstadt Valletta, in einer unscheinbaren kleinen Straße. Hier hat sich 1902 etwas ganz Besonderes ereignet. Der Baumeister, der das Haus hinter mir erstellte, entdeckte ein Loch im Boden. Aber er schwieg. Er wusste, dass es überall auf der Insel Malta unterirdische, vorgeschichtliche Anlagen gibt. Er schwieg, denn er wollte nicht, dass die Behörden sein Bauwerk zunichte machen würden. So entstand dieses unscheinbare Gebäude. Erst später hat man entdeckt, was für ein Schatz unter dem Haus tief im Boden drin liegt. Heute nennt man diese unterirdische Anlage das Hypogeum. Das Wort stammt aus dem Griechischen. Hypo heißt eigentlich unter und Gaia ist die Erde, also unter der Erde. Ich lade Sie ein zu einem außergewöhnlichen Gang unter diese Erde. Das Hypogeum besteht aus verschiedenen, übereinanderliegenden Räumen. Da gibt es Höhleneingänge und seltsame Kammern, daneben viele Nischen in unterschiedlicher Größe. Dazwischen aus dem Grundfelsen heraus gemeißelte Säulen und kleinere Pfeiler, auf denen die Kuppel der Haupthalle ruht. Alles ist in tadelloser Megalithbauweise gearbeitet. Man erkennt klare Linien, scharfe Kanten und sogar mächtige, geschwungene Steinbalken. Hier ist nichts, gar nichts eingefügt, nichts aus Einzelteilen zusammengesetzt. Alles besteht aus kompaktem Fels. Fugenlos ragen die Monolithen aus dem steinernen Boden. Die Nischen und Säulen ihrerseits sind aus dem gleichen Stein herausgehauen. Ja, der tiefste Punkt des dreistöckigen Hypogeums liegt 12 Meter unter dem Boden. Und all dies soll in der Steinzeit entstanden sein. Die armen Erbauer damals hatten nicht mal Feuerstein. Das Inselchen Gozo ist winzig. Eine Nadelspitze im Mittelmeer. Doch auf Gozo liegt der größte aller maltesischen Tempel. Man nennt die Anlage El Gigantia. Das bedeutet die Riesin. Dass es sich um eine sehr alte Anlage handeln muss, ist leicht an den Verwitterungen zu erkennen. Hier sind kleine und riesige Steinblöcke ineinander verschachtelt worden. Der größte verbaute Monolith misst 7,81 Meter in der Breite. Es ist übrigens der einzige Tempel der maltesischen Inseln, der mit einer Legende verkoppelt ist. Diese Legende sagt, eine schwangere Riesin habe diesen Tempel gebaut. Nachdem das Werk erstellt war, gebar sie im Schutze der Mauern einen Riesensohn, der seine Jugendjahre im Tempel verbrachte. Vermutlich spielte er mit den Riesenquadern. Riesen? Ist das unsinnig? Im ersten Buch Moses kommen tatsächlich Riesen vor. Dort heißt's, das seien die Recken der Urzeit, die Hochberühmten. Selbst im Buche des Propheten Henoch wird gefragt, warum habt ihr Riesensöhne gezeugt? Und in den Texten des Propheten Baruch wird sogar, einzigartig für alle alten Schriften, die Zahl der Riesen genannt. Ich zitiere, es brachte der Höchste die Flut über die Erde und er tilgte alles Fleisch und auch die 4.090.000 Riesen.
Von Malta aus mache ich einen Sprung hinüber nach Frankreich, und zwar an die Atlantikküste in die Bretagne. Denn zwischen Malta und der Bretagne gibt es Gemeinsamkeiten. Hinter mir liegt ein kleines Inselchen, Air Lanique heißt's. Und wie Sie bemerken, versinken die Menhire hinter mir in den Tiefen des Atlantischen Ozeans. Ja, und direkt unter mir liegt ein ganzer Steinkreis von 33 Steinen. Sogar an der Nordküste der französischen Bretagne. Dort gibt es einen kleinen Hafen. Er heißt Saint-Paul-de-Léon. Fand man in 25 Metern Tiefe einen gigantischen Dolmen. All dies lässt den zwingenden Schluss zu, dass das Wasser gestiegen sein muss, sowohl im Mittelmeer als auch hier am Atlantik. Das Wasser ist gestiegen und nicht die Länder haben sich gesenkt. Und damit dürften alle diese Steinsetzungen, die seltsamen Gleise auf Malta, die Menhire, die hier versinken, die Dolmen unter Wasser, alle diese Steinsetzungen dürften in die letzte Eiszeit zurückfallen, so grob gesagt, zwischen 10 und 11.000 vor Christus. Die Sache ist, weiß Gott, einfach. Vor 10.000 Jahren hat niemand unter Wasser gebaut. Das Wasser ist gestiegen. Wann war's? Selbstverständlich erst dann, als die Eismassen geschmolzen sind. Sie sehen es hier an einem Schema. Das Wasser stieg höher, weil immer mehr Eis von den Polen zu Wasser wurde. Und die Menhire verschwanden unter Wasser. Die Gleise von Malta verschwanden unter Wasser. Was hat das alles mit den Allmächtigen zu tun? Am Anfang der Sendung habe ich klar gemacht, dass nicht die Insel Malta sich gesenkt haben kann. Warum nicht? Hätte sie sich gesenkt, so würde das ganze Spielchen mit der Sonne und den Monolithen nicht mehr funktionieren. Und in der französischen Bretagne haben wir die Menhire, die überflutet sind. In Malta die Gleise. Das Wasser ist gestiegen, nicht das Land hat sich gesenkt. Sie sehen, wenn man sich mit Allmächtigen beschäftigt, schaut man nicht nur hinaus ins Universum, man buddelt und kratzt ein bisschen. Manchmal hält man den Kopf auch unter das Wasser. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Runde.